Wer Johann Rockström treffen will, muss früh aufstehen. Gerade war der gefragte Nachhaltigkeitsexperte noch in New York. Er half, die UN-Entwicklungsziele auf den Weg zu bringen. Wieder zu Hause. Johann Rockström lebt mit seiner Frau und zwei Kindern auf einer Insel in Schweden. Es ist fantastisch, dass wir auf dem Land leben und doch der Hauptstadt Stockholm so nah sind. Ich hatte immer eine enge Beziehung zur Natur. Das ist ein Teil der schwedischen Kultur, die Nähe zu unseren Wäldern, Wiesen und Inselgruppen. Was unsere Familie hier hat, ist eine Art Mikrokosmos, ein lokales Ökosystem, das wir versuchen, nachhaltig zu bewirtschaften. Johann Rockström wurde bekannt durch das Modell der Planetary Boundaries. Es beziffert die ökologischen Belastungsgrenzen der Erde und zeigt, wie viel Wachstum noch möglich ist, ohne den Planeten zu zerstören. Rockströms erste Liebe war das Wasser. Schon mit 10 war er begeisterter Segler und Taucher. Als Hydrologe und Agronom forschte er vor allem über Wassermanagement, wie man Landwirtschaft in trockenen Ländern betreibt. 15 Jahre arbeitete er in Afrika. Meine Beziehung zum Wasser hat eine emotionale und eine rationale Seite. Wasser ist entscheidend für das Leben auf der Erde. Das heißt, unser Umgang mit Wasser bestimmt in hohem Maße, ob es Hunger gibt, Armut, Wohlstand oder selbst Kriege. Aber Wasser ist auch wunderschön. Es ist Teil der Schönheit unserer Landschaften. Morgens fährt Johann Rockström gut eine Stunde zur Arbeit nach Stockholm. Er ist überzeugt, die Botschaft ist angekommen. Die Welt schlägt den Weg der Nachhaltigkeit ein, noch aber leider viel zu langsam, um die ökologische Katastrophe zu vermeiden. Uns bleiben nur 5 oder 10 Jahre, um die Kohlendioxidemissionen weltweit radikal zu reduzieren. Die Menschen wollen das, aber die Politiker entscheiden zu langsam. Rockströms Konzept der Belastungsgrenzen des Planeten griff die Politik schnell auf, weil es einen konkreten Handlungsrahmen vorgibt. Es führt Erkenntnisse vieler Fachgebiete über die bedrohlichen Zerstörungen der Erde zusammen. So entsteht ein Gesamtbild über den Zustand des Planeten. Klimawandel, Versauerung der Ozeane, Ozonloch, Luftverschmutzung, das alles ist nicht neu. Mit den Belastungsgrenzen des Planeten haben wir das alles zusammen in ein Modell gebracht. Die Leute akzeptieren das Modell so gut, weil es dem Wachstum keine Grenzen setzt. Für Rockström ist klar, nachhaltige Entwicklung bringt Wachstum. Wir sparen dadurch Ressourcen und brauchen viele neue grüne Produkte in allen Bereichen. Der Forscher geht dabei mit gutem Beispiel voran. Natürlich fahre ich aus ökologischen Gründen lieber mit dem Bus. Aber es ist auch eine goldene Stunde für mich, in der ich Ruhe habe und meinen eigenen Raum zum Arbeiten. Für den Klimawandel, das Artensterben, den Stickstoffkreislauf und die Landnutzung sind die Belastungsgrenzen der Erde schon überschritten. Johann Rockström ist trotzdem optimistisch, dass wir das Ruder noch herumreißen. Er hat die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN mit ausgearbeitet. An der Universität Stockholm erforscht er, wie man sie erreicht. Ziele wie die Bekämpfung des Hungers und die gleichzeitige Erhaltung der Artenvielfalt werden weithin als widersprüchlich kritisiert. Es ist wahrscheinlich die größte wissenschaftliche Herausforderung der nächsten 20 Jahre, beiderseitige Vorteile für die Menschen und den Planeten zu finden. Wir kennen jetzt schon solche Synergien. Zum Beispiel würden wir weniger Fleisch essen, hätten wir etwas davon und wir wären gesünder. Es gäbe aber auch weniger Probleme für den Planeten mit dem Stickstoffkreislauf und dem Phosphor. Wir bräuchten aber auch weniger Wasser, Land und Energie. Johann Rockström ist einer der stärksten Kommunikatoren für die Rettung der Erde. Sein Modell der Belastungsgrenzen des Planeten hat die Klimadebatte grundlegend verändert. Es geht nicht mehr darum, Opfer für den Klimaschutz zu bringen, sondern wie wir schnell grünes Wachstum erreichen. Rockström liefert die wissenschaftlichen Argumente, debattiert mit Politikern, Unternehmensführern, Presse, Bürgern. 2009 war er Mann des Jahres in seiner Heimat.
Dort ist er eine Art Popstar. Bis vor 5 Jahren dominierte noch die Meinung, dass wir wirtschaftliches Wachstum und Entwicklung beschneiden müssen, um das Klima zu retten. Heute haben wir verstanden, dass wir damit völlig falsch lagen. Dass faktisch die Lösung des Klimaproblems der einzige Weg zum Erfolg ist. Im Gegensatz zu den vielen Kritikern der internationalen Klimaverhandlungen sieht Rockström auch Erfolge. 2014 stiegen die Treibhausgase trotz weltweitem Wirtschaftswachstum nicht weiter an. 2015 sieht es bisher ähnlich aus. Rockström führt das darauf zurück, dass 40 Länder ihre Emissionen reduzierten. Er erwartet viel vom Klimagipfel im Dezember in Paris. Paris ist wahrscheinlich der wichtigste Klimagipfel, den es je gab. Er ist unsere beste und letzte Chance auf eine sichere Zukunft für das Klima. Die Frage sollte nie wieder sein, ob wir den Klimaschutz angehen, sondern nur, wie schnell. Gerade geht noch die Sonne über Stockholm unter. Doch schon jetzt ist klar, wer mit Johan Rockström und seinem unablässigen Kampf für die Rettung der Erde Schritt halten will, muss auch morgen wieder früh aufstehen.